Hallo zusammen. Die Arche Noah. Eine der absoluten Lieblingsgeschichten in jeder Kinderbibel. Die gemütliche Arche, die netten Tierlein, das Wasser. Am Ende dann Ölzweig, Taube, Regenbogen. Ende gut, alles, naja, vorher so mittelgut. Denn selbst Kinder sehen ja schon das Problem an dieser Geschichte. Ist Gott echt so grausam? Mit so einer Sintflut alles, also fast alles, bis auf den kleinen Rest auf der Arche zu vernichten? Eine Art göttlich angeordneter Weltuntergang? Ist das ein Gott, zu dem wir sagen, lieber Gott? Manchmal, heute, wenn ich die Nachrichten schaue, dann denke ich ja, wäre eigentlich so eine Art Sintflut die Notlösung für unser ganzes Elend heute? Bräuchten wir so einen Neustart? Alles auf Null, totaler Reset. Aber nein, ich will natürlich nicht so pessimistisch sein. Denn am Ende dieser Geschichte, da gibt es ja auch das Versprechen mit dem Regenbogen, Gott will die Erde nicht mehr vernichten, so wie mit der Sintflut. Gott bereut, so steht das in der Bibel. Schon wieder eine Frage, finden wir das eigentlich beruhigend oder eher beunruhigend? Beruhigend, weil Gott halt zumindest ehrlich ist. Und Gott kann Fehler zugeben. Das können wir Menschen nicht immer. Und am Ende siegt halt die Liebe Gottes zu den Menschen. Oder finden wir das eher beunruhigend, weil Gott wankelmütig ist, wer weiß, was wiederkommt. Und weil Gott nicht sofort von Anfang an so einen richtig guten Plan für diese Welt hat. Auch die Arche Noah lässt uns mit vielen Fragen zurück. Vielleicht bekommen wir einige Antworten. Vielleicht, wenn wir Glück haben, noch ein paar neue Fragen von Theologieprofessor Henning Theissen in seinem Beitrag über die Sintflut und die Arche in unserer Reihe Glaubst du? Denn selig sind die Neugierigen.